So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go und heute habe ich wieder was ganz Besonderes für euch vorbereitet. Ich möchte euch nämlich zeigen, wie man das Nike, ja, Nike, wer kennt's nicht, das Nike Outfit in Pokémon Go bekommt. Ich befinde mich immer noch in Quarantäne, immer noch wegen Coronis. Ihr wisst Bescheid, Schlafanzug ist auch wieder am Start. Wir hatten das Ganze ja schon mal, da gab es ein Samsung Outfit oder irgendwas anderes. Irgendwas gab es schon mal, wo man an einen gesponserten Stopp gehen musste, musste den drehen und hat dann das Outfit bekommen. Wenig später, eben durch Corona, also durch Coronis, war es ja nicht mehr möglich, so zu reisen und so durch die Welt zu steppen. Also haben sie gedacht, wir bringen einen Promo-Code. Es kann natürlich sein, dass es für dieses Nike-Outfit demnächst oder irgendwann in naher Zukunft auch einen Promo-Code geben wird, dass sich das jeder holen kann. Ansonsten gibt es das eben in diesen bestimmten Stores. Welche das sind, vielleicht habt ihr ja einen in eurer Nähe. Da gehen wir mal kurz hier auf YouTube. Ich habe nämlich einen Community-Beitrag dazu gemacht. Wenn ihr nicht in der Nähe seid, zeige ich euch aber gleich noch, wie ich das mache. Hier Community, ja, haben wir hier die komischen Community-Beiträge, in letzter Zeit ganz viele. Und hier habt ihr dieses Outfit hier, da gibt es irgendwie so ein Cappy, da gibt es eine Hose, da gibt es Schuhe, da gibt es dieses T-Shirt. Das T-Shirt finden die meisten besonders cool. Manche finden auch die Sneakers cool, finde ich jetzt nicht so, aber dieses weiße T-Shirt finde ich schon sehr edel. Hier steht nämlich JDX Pokémon Go. Im Rahmen einer Kooperation mit JD wurden in Europa und Großbritannien 300 neue Pokestops und Arenen hinzugefügt. Diese könnt ihr an teilnehmenden JD-Stores finden. Wichtig jetzt für euch, wer da in der Nähe wohnt, der hat es eigentlich ganz einfach. In Deutschland gibt es solche in Köln, Hohe Straße, Braunschweig, München, Olympia, Hamburg, Billstedt, Oberhausen, Berlin-Gesundbrunn, Mannheim, Duisburg, Siegen, also Duisburg, Siegen, Kaiserslautern, Bielefeld, Dortmund, Tiergalerie, Göttingen, Dresden, Konstanz und Leipzig. Wenn ihr die Fotoscheiben dieser Pokestops bzw. Arenen dreht, könnt ihr auch exklusive Avatar-Items erhalten. Dabei handelt es sich um die Nike Air Max 21 Sneaker, das T-Shirt und den Air Max Heritage Rucksack. Rucksack habe ich jetzt gar nicht gesehen. Welche gestern im Code von Pokémon Go gefunden wurden. Klar ist es jetzt ein bisschen her, aber wer da in der Nähe wohnt, könnte sich, ich werde diesen Text auch in die Beschreibung unten mal bei dem Video reinpacken, dass ihr den jedes Mal bei diesem Video direkt findet, wenn ihr nachgucken wollt, wo das war, wo man das hergibt, wo es das gibt. Und dann habe ich für die Spoofer den Tipp, es gibt ja so viele böse Spoofer da draußen, die euch die Outfits einfach wegnehmen. Ihr könntet jetzt einfach in eurer Spoofer-App, also für die iOS-Nutzer, sage ich da, die meisten spielen mit iPogo, die Android-Nutzer, die meisten spielen mit PG Sharp, weil das sind beides im Prinzip dieselben Apps mittlerweile, mit denselben Funktionen. Ihr müsst nicht immer Koordinaten eingeben. Ihr könnt auch nach Adressen oder Orten suchen. Das, was die meisten nicht wissen, die fangen an zu spoofen und immer nur, hat jemand Cords? Hat jemand Cords? Denkt mal nach, ihr könnt auch direkt nach Straßen, Postleitzahlen, Ortsnamen, sonst was suchen und dann kommt ihr auch überall hin. Überall in jeder Spoofer-App gibt es im Prinzip eine Weltkarte oder es gibt diese Lupe, wo ihr auch einfach reinschreiben könnt, wo ihr ganze Orte reinschreiben könnt. Ich möchte euch mal kurz zeigen, wenn ihr jetzt Spoofer seid, nicht in Köln wohnt, aber in Köln diesen Stop finden wollt. Köln, Hohe Straße. Es wäre jetzt das Leichteste also hier einzugeben, Köln, Hohe Straße und dann gebt am besten noch JD Sports ein, ja, weil das ja so heißt. Wenn ihr dann bei Google guckt, dann habt ihr JD Sports. Wow, Sportbekleidungsgeschäft in Köln geöffnet. Dann habt ihr hier direkt auch die Straße. Ihr habt die Postleitzahl 50667 Köln, wie die komische Sendung. Hohe Straße 128 132. Wenn ihr Hohe Straße 128, 132 in Köln Dings eingebt, dann kommt ihr ungefähr da raus. Und jetzt müsst ihr nur noch die Pokestops, die dort sind, abklappern. Zur besseren Orientierung könnt ihr natürlich auch hier auf diese Karte gehen. Dann seht ihr genau, da ist der Stop.
Da müsste der Stop sein, weil da ja der, der Laden ist. Wenn ihr bei Pokémon Go auf eurer Map seid, seht ihr ja, wo ihr ungefähr seid. Ihr seht, hier ist da Wasser daneben, ne? Da ist ein Museum, da ist das Restaurant Oasis. Das ist richtig cool. Mit im Wasser gibt es Tintenfisch. Orientiert euch daran. Ich möchte euch das Ganze jetzt mal am Beispiel von München zeigen, ja? Weil München finde ich nämlich richtig cool, weil in München der Hannes wohnt. Und hier steht... Oh mein Gott, es ist wieder zugegangen. Hier steht nämlich... Oh, ist das kompliziert. Dafür schreibe ich ja den ganzen Text in die Beschreibung, dass das nicht jedes Mal im Community-Tab, weil irgendwann werdet ihr das gar nicht mehr finden. Wenn ihr also zum Beispiel München... Hier steht jetzt München Olympia. Was ist jetzt hier München Olympia? Wir gehen also wieder hier drauf, geben München Olympia und JD Sports ein, weil wir suchen ja ein Geschäft und dann seht ihr JD Sports, Sportbekleidungsgeschäft in München, Bayern, nämlich im Olympia Einkaufszentrum. Hanauer Straße 68, München. Zur besseren Orientierung könnt ihr wieder dann auf die Karte gehen, könnt da direkt gucken, wie das ungefähr aussieht. Ihr seht dann, hier ist im Prinzip wie ein Park, ja, am Riesenfeld. Hier ist eine Hauptstraße, die geht da hoch und biegt links ab und macht da so ein Geschnörgel. Und da in dieser Ecke dazwischen, Stück versetzt, ist also dieses Einkaufszentrum. Da befindet sich wohl JD Sports, da ist ein Store. Jetzt zeige ich euch das mal auf meinem anderen Handy. Ja? Switchen wir also rüber. Wir stehen jetzt hier im Prinzip an dem Standpunkt, wo wir rausgekommen sind. Wir haben das nach Norden ausgerichtet, zur besseren Orientierung, damit ihr auch wisst, aha, Norden ist oben. Jetzt, wenn ich mal hier gucke, habe ich hier rechts diesen grünen Park, wie auf dieser Karte. Und hier ist auch eine Straße, die so hoch geht und dann so einen Bogen links rum macht und hier oben weitergeht. Wir befinden uns also direkt in dieser Ecke, nur ein Stück weiter drin. Und hier sind verschiedene Stops. Wenn ihr euch unsicher seid, ihr könnt die einzelnen Stops ja mal anklicken. Hier King Osse Hill, ne, ist es nicht. Dann haben wir hier Kletterrutsche, ist es nicht. Und wir haben hier noch einen schwarzen, wenn wir da drauf gehen, da steht sogar gesponsert. JD Sports, mehr dazu braucht man nicht, wir wollen den jetzt eigentlich nur mal drehen, wir haben den jetzt gedreht, den ignorieren wir hier jetzt mal, diesen komischen Bubuhu-Rübel und gucken jetzt mal, wenn wir nicht drauf geachtet haben, was da gerade reingeflogen ist, müsstet ihr das eigentlich bei Individualisieren, bei gesponserte Sachen mit drin haben und hier seht ihr schon, hier habt ihr jetzt zum Beispiel dieses Nike Air T-Shirt, was ihr ansetzen könnt. Ihr habt hier diesen Nike Heritage Rucksack, ja, Air Max, den ihr aufziehen könnt. Ihr habt hier diese extrem hässlichen Nike Air Max Schuhe, die wir aufziehen und schon sieht man noch ganz anders aus, ja. Jetzt noch eine Mütze. Oh, ist das nicht süß. Das ist die Samsung-Kappe. Das war von damals. Samsung-Kappe gab es auch mit einem Samsung-T-Shirt. Ich weiß nicht, was der Adi schon wieder macht. Der schmeißt alles um hinter mir. Das ist also das Nike-Outfit. Das haben wir jetzt auch. Wie gesagt, wenn ihr in einer der Orte wohnt, könnt ihr das immer nachlesen. Jetzt in der Beschreibung von dem Video, wo es sowas gibt. Und wenn ihr Spoofer seid, dann sucht euch einen davon aus, gebt das mal bei Google ein, dann habt ihr die Adresse und könnt da direkt hingehen. Und so bekommt ihr das Nike-Outfit, egal ob ihr spooft oder nicht spooft, ja. Das war's jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Und jetzt gucken wir noch mal kurz, was der Adi die ganze Zeit macht. Adi! Ich glaube, der Adi, der klettert nämlich immer hier hoch. Da liegen nämlich noch Samyang-Nudeln. Und dann geht er mal in das Naschfach und irgendwann fällt er einfach runter und dann sitzt er hier. Und guckt mal, es sieht schon aus wie bei RTL 2, oder? Du darfst ja gerade das Haus nicht verlassen, es türmen sich die Beutel, es türmt sich der Pfand, hier türmen sich die Biers, die einem immer zugeschickt werden, hier ist noch das gute Freistädter, ne? Hier haben wir letztens erst Shania Tag und Nacht bekommen, finde ich auf jeden Fall sehr cool. Hier steht sogar noch Dirty
Aber kannst ja momentan alles nicht trinken, hast ja eh keinen Geschmack. Hier hast du auch noch das Störtebäcker, da muss ich noch testen, da bin ich noch nicht fertig. Und ansonsten sieht es so aus wie bei den Messis, ja. Da fühlt sich der Adi wohl. Immer ein bisschen hier was zu machen. Oh mein Gott, und alles fällt um. So, das war's jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.